So, Stefan, die WM für deine Athleten steht an. Wie schätzt du sie ein? Wie sind sie drauf? Die gesamte Vorbereitung bisher ist nach Plan gelaufen. Es waren bisher alle fit. Es haben vom ersten Wettkampf, denke ich, die Damen auch eine sehr gute, sehr stabile Leistung gebracht. Deswegen bin ich sehr, sehr optimistisch. Und jetzt heißt es hier noch einmal ein bisschen Kraft tanken, den allerletzten Feinschliff hinzubekommen. Und dann, denke ich, können wir sehr optimistisch auf die Weltmeisterschaft nach Valdivien fahren. Wie sieht denn jetzt hier die Vorbereitung aus? Ist das eher individuell oder trainiert man doch jetzt hier im Team? Wie läuft es hier in Toblach jetzt beim Trainingslager ab? Grundsätzlich ist es so, ich greife da etwas nach vorne, dass wir die Lehrgänge so gestaltet haben, dass wir sehr stark im Team orientiert trainieren, wobei natürlich individuelle Besonderheiten immer eine Rolle mitspielen, Befindlichkeiten, wie ist es gesundheitlich, wenn jemand verletzungsbedingte Probleme hat. Das sind Dinge, die muss man immer Rücksicht nehmen. Hier in Toblach ist jetzt ein Lehrgang, der nicht mehr unter dem ganz, ganz großen Ziel steht, die konditionellen Fähigkeiten jetzt noch einmal groß zu strapazieren, sondern es geht um Feinschliff, es geht um wirklich ein gutes Gefühl vom Körper wie vom mentalen Bereich jetzt in die letzte Phase reinzubringen. Deswegen werden wir hier auch sehr, sehr individuell gehen, dass jeder weiß, aha, es ist auf ihn persönlich Wert gelegt worden und die eigenen Befindlichkeiten spielen hier eine große Rolle. Und so gehen wir diesen Wettkampf, diese Phase hier an. Und ich denke, mit dem Hotel, mit den äußeren Gegebenheiten hier auf den Toblachstrecken haben wir auch ein sehr schönes Umfeld. Also ich denke, es passt alles. Gut, also der letzte Feinschliff wird für die WM gemacht. Wie sieht es denn genau aus? Also werden dann für die Sprinter eher eben die kurzen Distanzen oder geht es dann wirklich Richtung Materialtests? Oder wie kann man sich das genau vorstellen jetzt? Beide Bereiche werden hiermit forciert. Zum einen wird auf die jeweilige Einsatzkonzeption natürlich Rücksicht genommen. Das heißt, mit den Sprintern werden wir hier noch einmal spritziges, schnellkräftiges Training machen, aus einem ausgeruhten Zustand raus, dass man dementsprechend ein gutes Gefühl hat. Mit den Sprintern ist es auch so, dass wir in Davos noch einmal einen Sprint als letztes i-Töpfelchen der Vorbereitung absolvieren. Für den Distanzbereich ist es auch so, dass man hier natürlich noch einmal den Distanzbereich trainiert, aber auch die Schnelligkeit etwas in den Vordergrund schiebt. Wir haben ja auch im Distanzbereich dann mit dem Duathlon einen Wettkampf, wo sicherlich im Endspurt dann auch nochmal die eine oder andere Platzierung herausgelaufen wird. Also das ist so der Bereich, was den körperlichen Aspekt mit berücksichtigt. Und der Wachstrack ist ja hier vor Ort, unsere Techniker sind vor Ort und auch dort werden im Bereich des Skimaterials nochmal gewisse Dinge durchgetestet. Inwieweit können sich denn die Athleten auf so einen Höhepunkt speziell vorbereiten? Es gibt sehr viele Weltcups während des Winters. Der Winter ist aber dann doch irgendwie auch schnell vorbei. Wie kann man das forcieren, dass man genau zu dem Zeitpunkt topfit ist? Es ist immer eine Frage des Timings, wobei man grundsätzlich sagen muss, Sie haben schon angesprochen, wenn man eine Weltcup-Saison hat, wo fast jedes Wochenende Wettkämpfe anstehen, wo Reisetätigkeit dazwischen ist, ist der Fokus nicht ganz so extrem wie vielleicht bei anderen Sportarten, die einmal im Jahr beim Großereignis in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Also wir sind schon auch gefordert, über die gesamte Saison Leistung zu bringen. Wir sind gefordert im Gesamtweltcup, wir sind gefordert bei einer Tour de Ski, wo ja wir in Deutschland auch dementsprechende Stationen haben, unsere Leistung zu bringen. Und die Weltmeisterschaft ist natürlich das Top-Ereignis dieser Saison, das ist vollkommen klar. Und so muss man in Einklang bringen, was die Vorbereitung an sich anbelangt, mit den Wettkämpfen. Und wir haben uns eben dazu entschlossen, einen Höhenblock einzubauen, der die beiden Wettkämpfe La Clusaz in der Höhe und Sochi in der Höhe zu Beginn und zum Ende hat. Und das war trotz Weltcup auch unser Vorbereitungsblock. Und hier, jetzt geht noch mal ein bisschen Feinschliff. Und dann denke ich, wenn wir alle gesund einen Start bekommen, dann sollte es laufen. Die WM wird in Valdifiemme stattfinden. Wir haben schon von einigen Athleten gehört, die Strecken liegen Ihnen, die liegen der deutschen Mannschaft. Wie optimistisch gehen Sie auch in die Rennen jetzt, weil es eben in Valdifiemme ist und die Strecken so gute Erinnerungen bei vielen Athleten hervorrufen? Es ist immer schön, wenn die Athleten für bestimmte Bedingungen
vom Schnee her oder auch von den Strecken gute Erinnerungen haben. Das gibt ein positives Gefühl. Das ist von der mentalen Seite sehr, sehr wichtig. Grundsätzlich muss man sagen, wenn ein Sportler die dementsprechende Form hat, dann wird er sich auf jeder Strecke wohlfühlen. Wenn die Form nicht stimmt, dann kann die Strecke oder die Bedingungen sein wahrscheinlich, wie sie wollen. Dann wird es immer ein schwieriger Wettkampf werden. Was wird uns erwarten in Val di Fiemme? Es ist eine typisch, in Anführungszeichen, italienische Strecke. Das heißt, sehr viel bergauf, bergab, schnelle Abfahrten, steile Anstiege. Weniger die ganz, ganz langen, gemächlichen Anstiege, sondern eher eine sehr intervallcharakteristische Strecke. Und mit der werden wir uns auseinandersetzen. Aber da haben sich auch die anderen Nationen darauf eingerichtet. Also ich sehe das jetzt nicht so speziell. Es gibt eine Strecke, die uns besonders liegt und eine Strecke, wo wir Probleme haben. Ich denke, wenn der konditionelle Zustand stimmt, dann werden wir die Leistung auch in Val di Fiemme oder auch auf jeder anderen Strecke im Endeffekt abrufen können. Wir hatten jetzt in Sochi eher lange Anstiege mit drin. Auch da haben sich unsere Athletinnen sehr gut präsentiert. Also ich bin sehr zuversichtlich. Wie sind die Erwartungen an dieses starke Team jetzt? Man muss immer davon ausgehen, wo sind wir in der Vergangenheit gestanden mit unserem Leistungsniveau, wo stehen wir aktuell mit unserem Leistungsniveau, wie sieht es international aus. Und eins muss man natürlich realistischerweise vorausschicken, wir haben drei große Namen im Damenlanglauf, das ist Marit Björgen, Therese Johaug und Kowalczyk, die eigentlich in einer eigenen Liga spielen. Also wenn bei denen alles normal läuft, der Gesundheitsstatus stimmt, wenn die Ski stimmen, dann denke ich, sind sie für den Rest der Welt eigentlich fast unerreichbar. Unerreichbarkeit gibt es nie, aber es ist so ein bisschen eine gewisse Zweiklassengesellschaft. Dann kommt ein etwas breiteres, sehr, sehr gutes Feld und in diesem guten Feld, das eigentlich danach steht, sind unsere Athletinnen zum Erwarten. Wenn man den Verlauf des Winters sieht, dann denke ich, sind wir in der Lage, in jedem Wettkampf eine Top-10-Platzierung zu erreichen und das sollte auch die Zielsetzung sein. Und wenn man in die Top-10 reinlaufen kann und es passt mal die Tagesform, es passt der Ski, dann ist auch immer mal etwas mehr drin. Aber ich denke, realistische Einschätzung ist in jedem Wettkampf Top-10-Platzierung und in den beiden Teamwettbewerben wollen wir uns natürlich noch etwas weiter vorne aufhalten. Also gerade die Staffeln sind ja auch bei den Deutschen, bei den Weltmeisterschaften ja genau die Disziplinen, wo auch die Medaillen gewonnen wurden, vor allem in den letzten Jahren. Also sind dort auch die Erwartungen dann am höchsten? Ja, definitiv. Also wir haben eine sehr stabile Mannschaft mittlerweile und für eine Staffel gehören 4, für den Teamsprint gehören 2 Damen mit dazu. Und ich denke, wir haben mit einem Podiumsplatz im Teamsprint heuer schon mal gezeigt, dass wir da vorne auch mitmischen können. Bei den Einzelstaffeln hat es bisher nicht ganz so geklappt, zeigt aber auch, wie breit mittlerweile die Konkurrenz im Frauenbereich aufgestellt ist. Man ist sehr, sehr schnell auch mal auf Platz 8 oder 9 oder 10 zurückgefallen. Also die Distanz von Platz 1 bis 10 ist wesentlich näher geworden und von der Seite her ist das Spektrum auch dementsprechend groß. Wir haben eine sehr kleine Mannschaft, das heißt, unsere Top-Athletinnen müssen auch auf den Punkt fit sein, müssen alle ihre Leistung bringen. Wir haben nicht die Möglichkeit, wie Norwegen, eine Sportlerin groß gegen eine andere auszuwechseln, ohne dass die Staffel in ihrer Gesamtheit von der Leistung her darunter leidet. Und von der Seite her, wenn wir die aber alle hinbringen, dann denke ich, sollte es auch Zielsetzung sein, dass wir um die Medaillen zumindest mitkämpfen und so werden wir die Sache angehen.